Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und Chris ist wieder da, weil er hat Spaß mit uns. Kommt er jetzt wieder näher? Ich höre sein Geraschel noch. Ja. Gut, hier sind noch ein paar Schränke. Hier ist ein toter Wachmann oder sowas. Nö, er war nur ein Toter. Schränke sind immer wunderschön. Und Chris ist irgendwo da hinten. Und ja, jedenfalls ist hier einfach nur ein Raum. Ist der für nichts gut? Das kann doch gar nicht sein. Außer zum Verstecken halt. Ich meine, er ist sehr gut zum Verstecken. Wirklich sehr, sehr gut. Da gibt es Schränke und alles Mögliche. Wir spielen uns quasi eingefleust. Hey, verstecke dich in Schränken. Aber ich habe so das Gefühl, dass man sich einfach taktischer versteckt, dass es besser funktioniert. Das hat man ja auch vorhin bei Traeger gesehen. Wo ist Chris hin? Ich sehe Chris nicht mehr. Kommt er hier? Ja. Na. Sehen wir gleich, ob er herkommt. Lalala. Komm her, Chris. Na komm. Du hast doch Spaß. Na? Ach du Scheiße. Das, ja. Hatte ich jetzt nicht erwartet. Er war hier. Heiliger Scheißdreck. Ich höre sein Atmen auch gerade nicht und seine Schritte und gar nichts. Nicht mal sein Rascheln. Lol. Ja. Das war jetzt nicht sonderlich förderlich für irgendwas. Gut. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich weiß nämlich nicht, ob Chris noch draußen vor der Tür steht. Ja, aus irgendeinem Grund scheint er gerade seine Schritte gesilenced zu haben. Ein Silencer auf seine Schritte gepackt. Kann er mich hier eigentlich sehen? Hier kann er mich sicherlich sehen, aber gerade ist er ja nicht da. Ach Leute, wisst ihr, ich glaube, Chris steht irgendwie direkt um die Ecke und da habe ich absolut eigentlich keinen Bock drauf, aber. Okay. Ich sehe ihn auch nicht. Ist er wieder zurückgegangen? Da ist er. Okay. Müsste mich eigentlich gesehen haben. Was ich jetzt machen könnte, wäre hier drüber hopsen und einfach schnell abhauen. Gott, ich mag den Kerl nicht. Ja, komm, verpiss dich. Gut, gut, gut. Ich mag das. Das sind so schöne Versteckmöglichkeiten, die man hier hat. Finde ich gut, dass man damit irgendwie so rumspielen kann. Weil ich habe so das Gefühl, langsam, dass Schränke ein bisschen obvious wären, vielleicht für die guten Leute hier. Ich meine, keine Ahnung, aber. Nun gut, aber je länger ich warte, desto weniger bringt's. Das heißt. Gucken wir nochmal. Chris ist nicht hier. Da hinten steht er. Ich sehe dich, mein Freund. Könnt ihr auch gut Katz und Maus spielen, ist kein Problem. Ich kann ständig in den Raum darüber zurückrennen und mich hinter einem Schreibtisch verstecken. Damit rechnet er, glaube ich, nicht so schnell. Okay, wo geht er jetzt hin? Die Frage ist, wo ist die zweite Sprinkler-Dings? Da drüben? Ja, sieht so aus. Da geht er gerade rein, da muss ich hin. Ich kann bestimmt irgendwie Lärm machen auch, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich hier hingehen sollte oder. Kann man sich. Oh, eine Batterie. Kann man sich hier eigentlich irgendwo gut verstecken, ist die Frage auch. So. Da ist er. Frage ist, wo geht er hin? Da geht er lang. Jetzt ist er dort. Geht da rein, okay. Dann kann ich erstmal hier rein und schauen, dass ich irgendwie weiterkomme. Hier hinten sind Schränke. Gutes Zeichen. Was kann man denn hier machen?
Hier hinten kann ich mich auch verstecken, wunderschön. Und ich werde mich jetzt erstmal in dem Raum verstecken, schätze ich. Und warte, bis Chris kommt. Er wird ja hier reinkommen und dann kann ich mich da hinten in dem Schrank verstecken. Komm her. Mein Freund. Wo bleibst du? Na komm. Huschi, 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 huschi. Huschi. Wer sagt Huschi? Ich dachte, das geht so gutzi, gutzi, gu, aber das klingt so absolut dämlich. Ich weiß nicht. Habt ihr euch schon mal darüber mit Gedanken gemacht? Ich finde, das klingt so übelst mega dämlich, aber naja, gut. Hey Chris, wo bleibst du denn? Mein guter alter Freund. Hat keinen Bock. Wisst ihr was? Dann mache ich einfach den da. Und versteck mich hier hinten irgendwo. Ich habe so das Gefühl, der kommt gleich hierher. Und will dann dahinter, und sobald er da hinten in den Raum geht, weil er bestimmt den Schrank checken möchte, werde ich mich verpissen. Na, kommst du rein? Ja, du kommst. Nö, er geht wieder. Nö, er steht jetzt da vorne. Nö, er kommt wieder. Okay, alles klar. Die Frage, kann ich mich da drüben besser verstecken? Nö. Das hier hinten ist so der beste Versteckort, den ich habe. Was macht er denn? Die ganze Zeit nur da und. Komm halt her. Oder hau ab, habe ich auch kein Problem damit, aber dann hau auch wirklich ab. Na, sehe ich, wie er durch die Tür rausgeht? Ja, tue ich. Wunderschön. Gut, jetzt muss ich irgendwie nur zurück dahin. Oh Gott. Oh, okay, er hat mich natürlich sofort hier gefunden. Und tschüss. Oh, naja. Bin ich auch so, mein guter alter Freund. Ach Gott, sein Geatme ist absolut ekelhaft und creepy. Oh, er hat mich gefunden. Ja, das war's. Gott, sein Gesicht ist auch wunderschön, ne? Tschüss. Ich kann auch hierhin zurücklaufen, bestimmt die Tür zu machen, oder? Jo. Dann, gut, meine letzte Möglichkeit, die ich jetzt gerade sehe, ist, mich hier drin zu verstecken. Ich habe aber so das Gefühl, dass er das erwartet. Er hat einen Schrank da hinten aufgemacht, alles klar. Also rechts von mir. Ich habe so das Gefühl, er kommt jetzt hierher und wird den Schrank aufmachen. Wirklich. Schnell genug hätte ich vielleicht auch in den Drainage Room, in den Sprinklerraum da gehen können. Und dann hätte er vielleicht. Also dann hätte ich mich vielleicht dort am Schrank verstecken können. Aber das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu obvious. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, er läuft immer noch hier rum, auf jeden Fall in dem Raum. Oder jetzt nicht mehr, oder? Das ist so das Problem. Ich weiß nämlich nicht, wo er gerade vielleicht rumlaufen könnte. Sehe ich ihn hier durch? Halbwegs, ja, oder? Ja, ich renne einfach mal so vor ihm weg. Mal gucken, wie das klappt. Er weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Bestimmt laufe ich ihm jetzt voll in die Fresse. Kann ich mich eigentlich so auch? Ja, kann ich. Okay. Beweg dich, Chris. Bitte nicht nach rechts, das wäre super. Na gut, ich kann mich hier so schleichend mit ihm fortbewegen, er wird mich hier hinten schon nicht sehen. Sobald er in dem Raum da hinten hingeht, kann ich nämlich hier schön langsam die Dings einschalten und dann renne ich zurück. Aber sowas von. So. Okay.
Puh. Okay, jetzt ist es schön nass hier und Blut kommt da auch raus, ne? Wunderschön. Okay. Ist auch gerade ziemlich, also es leckt hier ziemlich. Oh, ja. Du, ich dachte es mir schon, oder? Oh ne, okay. Er war einfach nur. Lol. Er war einfach nur sauer. Ohne bestimmten Grund. Okay. Na gut, kann ich mitleben. Ja. Gut, so. Kann ich hier rein? Ja, kann ich. Was gibt's hier? Es sieht aus wie eine Küche halt. Und was wurde hier zusammengemischt? Finger? Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort. Aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Diese Finger übrig, ja. Also, meine Finger, die ich habe. Lecker. Na gut. Kranke Menschen. Oh ja, das sieht ja sehr einladend aus hier, dieser dunkle Raum. Aber na gut, hier wird schon nichts. Was soll hier sein? Warum? Ah. Nein, da sieht man mich doch. Schwachsinn. Wofür ist der Raum gedacht? Absolut nutzlos. Zum Verstecken vielleicht, wer weiß. Nun gut, ansonsten gibt es hier was? Sonst gibt es hier nichts. Hier gibt es einen toten Menschen, der ziemlich gut aufgeschliffen, aufgeschleift, aufgeschlissen rumliegt. Das sieht interessant aus. Jetzt ging es hier runter. Random. Ja, dann keine Ahnung. Hier lang muss ich wahrscheinlich. Und Chris wird nicht weit sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Ein Rollstuhl. Ach was. Hier ist ein Aufzug. Und das kann nicht so einfach sein. Nein, 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 nein. Spiel, mach mir nichts vor. Das kann nicht so einfach sein. Oh, wow. Was ist denn hier passiert? Ich muss sicherlich irgendwie irgendwas durch den Aufzug machen, aber ich kann jetzt sicherlich nicht Vater Martin da draußen treffen. So einfach kann das nämlich nicht sein. Naja, tolle Geräusche. Die Geräusche sind immer super in dem Spiel, muss ich sagen. Sind sie halt wirklich. Gut. Guck mal, da ist mein Scheiße-Monitor. Ein Funkgerät. Eigentlich heißt es auch, dass Batterien nicht weit sind, aber ja. Bei den Machwerkern sind meistens Batterien. Na gut. Wie auch immer. Hier ist es hell. Kaputtes Telefon, Scheiße-Monitor. Und sonst nichts. Na dann, ja. Suche Vater Martin. Ach, da stellst du dich also. Ah, oh, durch die Blitze ist das natürlich super. Stellst du dich so einfach vor Spiel? Ich sehe halt einfach kaum was, ne? Muss also auf die Blitze warten, quasi. Blitz? Blitz? Wärst du so nett? Da hinten ist Licht. Was ist das denn? Eine Laterne einfach. Okay. Warum soll ich Vater Martin suchen? Ich könnte auch einfach versuchen, zu meinem Auto zurückzukehren und wegzulaufen, also heimzufahren. Komme ich hierher? Diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Alles klar. Hä? Was jetzt? Miles, beruhig dich. Da komme ich her. Okay. Die Blitze würden mehr helfen, wenn ich sehe halt wirklich gerade rein gar nichts, ja. Das ist absolut unnormal, dass man so wenig sieht. Moment, hier haben wir schon. Okay, hier habe ich. Da komme ich her. Da ist die Tür, wo ich nicht reinkomme. Und hier ist auch noch ein Weg.
Wo führt das denn hin? Ein kleines Gartenhäuschen. Okay. Mit Batterie. Nice. Und ganz viel Werkzeug und so. Eigentlich cool. Hier könnte man sich zum Beispiel mit einer Waffe ausrüsten oder so. Aber na gut, Miles, mach das mal lieber nicht, ne? Hier ist der Schlüssel. Und jetzt ist die Frage, will ich mich... Hab's gesehen, da war was. Ja, Miles, es ist in Ordnung. Du hast schon so viele seltsame Dinge gesehen. In diesem Ort. So langsam sollte dir das nichts mehr ausmachen. Ist die Batterien aufladen. Und eigentlich, ich meine, da komme ich ja her und da möchte ich jetzt hin. Wollte ich mich auch woanders umsehen, aber ich weiß nicht, ob es hier auch großartig sonst was gibt, ja. Kann ich hier mich hinbegeben und mich ein bisschen umgucken? Also, zum Beispiel kann ich zu dieser Laterne laufen. Oh wow, hier gibt es Treppen. Ich möchte eigentlich gerade. How alive are you? Dokumente. Wunderschön. Genau wegen sowas möchte ich mich ein bisschen umgucken. So, unser persönliches Kreuz. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht im Selbstmitleid unter der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen, und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Na gut. What? Sekunde mal, ich kann auch hier totale Sicherheit. Chris Walker heißt er, ja, genau. Ich dachte jetzt schon Paul. Paul Walker vielleicht, aber ja, Paul Walker war wer anderes. Gut. Die Laterne hier sieht nicht normal aus, möchte ich mal anmerken. Man kann sich ja hier noch weiter umgucken an sich. Was ist denn los mit dir, Miles? Ist doch. Hier passieren Dinge, das ist normal. Und Gewitter ist auch normal. Es gibt es auf der Welt, musst du wissen. So, auf jeden Fall muss ich jetzt dahin. So schnell wie möglich. Scheiß auf das ganze Gewitter und geh hier einfach rein. Ohne Probleme. Tschüss. So. Ist die Frage, ist Martin jetzt hier irgendwo oder. Ja, oder nicht? Okay, da hinten ist eine Wand. Gehen wir einfach mal hier hin. Mit einem Radio und sonst nichts. Okay. Und hier ist eine. Nein, sah aus wie eine Batterie im ersten Moment, aber ist keine. Und hier ist sonst nichts. Gut, dann die Tür aufmachen. What the fuck? Was zur Hölle? Gott steh mir bei, ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Alles klar, der Wallrider existiert also wirklich? Oder wie? Oder was? Was ist das für ein Teil? Und warum hört sich so an, als wäre hier ein Hubschrauber irgendwo? What the fuck? Okay, hier hinten ist nichts Besonderes von Interesse. Hier ist etwas, wo ich draufsteigen könnte, aber mehr nicht. Und da kann ich nicht mal draufsteigen. Holy shit, was war das? Paletten? Licht? Eine Leiter. Und noch mehr Paletten. Ja, wunderschön. Na gut, ich denke, ich muss die Leiter hochsteigen. Keine andere Möglichkeit, die ich jetzt gerade habe. Kann ja nicht sein, dass schon wieder 20 Minuten vorbei sind, ey. Gut, ich möchte eigentlich keine Zwischensequenz auslösen, ne? Also nicht unbedingt. Vor allem, der hat mich auch berührt, ne? Da habe ich tatsächlich was gespürt, anscheinend. Ups. Okay. Okay, und wo jetzt drin? Hinter diesen Stacheldrahtzaun? Ich schätze. Ah, nein. Ah, das ist ein wunderschönes Jump'n'Run, was wir hier haben.
was wir beim nächsten Mal weiterführen werden. Das war's mit Let's Play Outlast für dieses Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, mal sehen, wie weit wir dann noch einmal kommen. Ich mache jetzt noch ein paar, dann höre ich aber auf und dann, ja, war's das. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Tschüss. Ciao.